Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Transport Fever 2 Console Edition Displays. Ich bin Rick Dahlin, ihr schaut wie bei Games for You. Soweit, so bekannt also. Wir machen jetzt ganz kurz erstmal hier diese ganzen Möglichkeiten zum Kreuzen. Dann werden wir die restlichen Bahnhöfe modernisieren. Und dann kümmern wir uns um den neuen Bahnhof, den wir oben bei den Werkzeugen etablieren möchten. Und schauen mal, ob wir nicht vielleicht auch mal frisch und fröhlich mit Personenzugverbindungen bekommen. Den zweiten Interzug im Süden dann quasi. Das Gegenstück zu den bereits im Norden existierenden Interzug. Aber hier habe ich jetzt noch gar nicht verbessert. Das lassen wir jetzt auch so, wie es ist. Bis da hinten zur Ölquelle muss er nicht unbedingt fahren. Hier, warum ich das hier verbinde, ist im Grunde genommen ganz einfach. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Züge sind, wenn es nicht elektrisiert ist, hier tatsächlich aufgeschnitten. Können da nicht rüberfahren. So banal wie einfach. Die Begründung. Deswegen müssen wir auch dieses Teilstück hier elektrifizieren. Schon, ich habe das in der letzten Folge schon erklärt. Ich mache das gerne Stück für Stück, damit wir hier keinen Warenverlust haben. Damit es auch der Bahnhof hier modernisiert. Dieser hier folgt jetzt gleich. Geschwindigkeiten aufrufen und die modernsten Züge einsetzen. Kann ja nicht sein, dass der Süden schlechter dasteht als der Norden, nur weil er früher industrialisiert worden ist, sozusagen. Letztendlich, worüber ich nachdenke im Zusammenhang mit dem Spiel, ist hier ist ja so viel Geld, das in die Infrastruktur fließt, was im Grunde genommen privatwirtschaftlich finanziert wird. Das ist unglaublich. Man sollte meinen, dass solche Kosten tatsächlich der Staat letzten Endes in großem Maße investiert. Aber es ist ja hier zumindest im Spiel nicht der Fall. Es ist ja eher wirklich privat, privat, privat. Setz den mal hier so hin. Baue jetzt noch eine Straße. Damit die Verbindung besteht. So. Jetzt kümmern wir uns um die Gleise. Der hier schon mal angeschlossen. Ebenso angeschlossen. Jetzt müssen wir den Bahnhof noch kurz ausbauen. Hier werden wir aber auch. Ja, wir werden die zweite Plattform uns einsparen. Tatsächlich. Ich denke, wir kommen hier mit einer erstmal hin und im Notfall können wir ja immer noch erweitern. Das
ist ja das Wunderbare. Das geht hier ja so einfach mit dem Erweitern. Kreuzung bauen. Signal hinsetzen. Ausfahrend. Einfahrend. Und das gleiche Spiel hier drüben nochmal. Auf der Strecke können wir gerne noch mal ein Signal setzen. Das passt soweit. Lasst mich bitte kurz nachdenken. Welcher Bahnhof hat am meisten davon, dass wir was beliefern? Joris, sind hier die Nachfrage. Die ist schon gesättigt, dadurch, dass wir hier die Transporter haben. Hier haben wir 69. Damit ist der Fall klar. Das Schöne ist, wo ich gerade nachdenke, ist, wir können die Maschinen dann auch später hier hin liefern, von den Werken aus, und dann hier auf den Zug bringen, auf die Schiene. So, aber jetzt erst einmal neue Linie. Das war ich von hier abgehend. Fährt er bis hierhin. Laden hier oben. Mal gleich noch was beachten. Komme ich aber gleich dazu. Werkzeug und entladen das hier. Das Ganze nennen wir Werkzug. Werkzug. So, jetzt müssen wir kurz was schauen. Weil die Frage ist, was wird wo gebraucht? Ja, aber da müssen wir gar nichts machen. Sonst hätten wir hier eventuell noch ein LKW-Depot machen können oder müssen. Wo das eigentlich vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Nehmen wir uns gleich Kundschaft weg. Die Kundschaft ist egal, die bedienen wir noch gar nicht. Und dann machen wir hier einen Entladepunkt. Und zwar genau hier hin. Machen hier eine zweite Linie. Mit so drei LKWs, denke ich. Und haben dann gleich nochmal mehr Absatz drin. Und entladen. Werkzeug. Südwest nennen wir das Ganze mal. Jetzt müssen wir kurz schauen, haben wir hier irgendwo ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Noch nicht, da kümmern wir uns jetzt auch noch drum. Setzen wir mal mit hier oben hin. Dann setzen wir. Machen wir mal drei LKW. Für den Innerortsverkehr. West. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier einen Zug zusammenstellen für das Werkzeug.
Nehmen wir mal das neue Krokodil. Nehmen wir noch größere? Nee, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, wie viel Kapazität? 60 werden nachgefragt. Machen wir mal so, weil es ja hoffentlich auch wächst. Ja, so 152. Das finde ich okay. Hier gibt es ein Problem. Ah, okay, ich verstehe. Die letzte Meile sozusagen. Jetzt müsste es gehen. Oder ist er nicht auf die Linie gesetzt worden? Nee. Jetzt aber. Ja? Ich glaube, er wartet aktuell. Freie Strecke. Deswegen werden wir Signale bauen. Weil der noch auf der falschen Seite unterwegs ist. Weil er auch auf der falschen Seite unterwegs sein muss. Hier muss ich dann doch nochmal ganz kurz tätig werden, damit er hier nämlich wechseln kann. Kann er nämlich auch auf der richtigen Seite fahren. So, was mit ihm hier? Fährt er jetzt los? Sehr gut. So, und jetzt will ich ja noch eine Zugverbindung machen. Mit Personen. Hier nicht, weil hier haben wir keinen Personenbahnhof, aber sehr wohl hier oben. Hinter Zug 2 werden wir das Ganze. Der wird ein bisschen größer sein. Ja. Wobei ich jetzt gerade nachdenke, ist, wir haben hier den Flughafen. Eigentlich braucht der Flughafen auch einen Bahnhof in der Nähe. Ist jetzt so mein Gefühl. Aber das ist eine Sache, da werden wir uns noch drum kümmern. Stellen wir erstmal den neuen Zug zusammen. Elektrisch. 20, 40, 60, 100 Leute machen wir mal. Mal schauen. Er wird wahrscheinlich auch wieder warten. Der fährt direkt raus. Alles gut. 90 km/h. Du bist nicht im Platz. Der Berg gut. Belassen wir es. Deine Fehler sind charmant. Jetzt müssen wir aber kurz hier oben noch mal schauen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das Holz gar nicht ausreicht, um hier wirklich viel Werkzeug zu transportieren. Nee, ist auch wirklich so.
denke, wir brauchen hier für die Holzlinie mehr Fahrzeuge. Hier werden wir was verbessern müssen. A, müssen wir gucken, dass hier mehr Güter umgeschlagen werden können. Wir brauchen einiges mehr LKWs hier, damit das Ganze reibungslos funktionieren kann. Kurz gucken, wie heißt die Linie hier? Linie 3 wohl. Und sehr gut. Nee, wir machen. Die Linie 3 müssen wir verstärken. Dann machen wir jetzt noch eine zweite Linie auf, die einfach nur Bretter transportieren wird. Das ist krass laut. Los. Hier der andere. Die nennen wir Bretter. Da werden auch noch mal ein Haufen. Das ist zu laut, weil die alle da raus. Und dann werden wir die Straßen upgraden. Als nächstes. Ich denke, das ist in Ordnung. Und jetzt werden die Straßen da abgebildet. Das wird damit machen. Jetzt die richtig großen. Wunderbar. Hier denke ich auch noch mal ein bisschen vergrößern. Gerade dem ganzen Spaß nicht. Und hier ebenso. Stehen wir auf jeden Fall schon mal besser da. Im Moment haben wir 68 Millionen ausgegeben. Kranker Mist. Aber wir müssen unbedingt hier sicherstellen, dass genug Werkzeug auf die Schiene kommt und wir mit diesem einen Werk hier nicht einfach nur die eine Stadt versorgen können. Ganz kurz gucken. Bist du? Du bist der Werkzeugzug, denke ich. Du bist der Personenzug, der hat noch niemanden. Ist aber auch, denke ich, gerechtfertigt, weil die Verbindung noch nicht so lange ist. Nein.
eine Person aktuell, das kommt jetzt aber alles. Können wir gleich hier sehen, wenn die Tram einfährt. Sagte er und es stieg niemand aus. Okay, was? Mit der hier? Auch nur drei Leute drin. Mit dem Interbus fahren viel mehr Leute. Naja, das wird schon. Den Treibstoffzug könnten wir mal gucken, ob wir den austauschen können. Andererseits haben wir hier hinten noch nicht verbessert. Und ich scheue die Investitionen gerade noch ein bisschen. Das machen wir jetzt bei Gelegenheit, wenn wir wieder Kohle einfahren. Wie sieht es hier oben aus? Die macht Gewinn. Macht Kohle jetzt auch Gewinn? Kohle macht auch. Macht Gewinn, Stahl 3 macht Verlust, dass die die nach unten fährt. Weil die wahrscheinlich nicht genug Stahl transportieren. 4 von 11. Also hier muss irgendwie mehr produziert werden. Die Lagerbestände sind groß genug, weiß Gott. Muss einfach noch mehr produziert werden. Das hier, das ist eine Elektrolok. Gut. Kurz hier oben beim Werkzeug rumschauen. Langsam aber sicher wird auf jeden Fall ein bisschen mehr hier ankommen. Auch ein bisschen Lagerbestand. Er muss jetzt halt langsam in die Aufgabe reinwachsen. Ne? Der hier wird noch arg Verlust einfahren. Einfach dem geschuldet, dass wir hier nur 7 Werkzeuge haben. Ich muss kurz mal nachdenken. Theoretisch könnten wir die Streckenführung verändern und auch hier vorne bedienen und dafür den Transport mit dem LKW weglassen, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Obwohl, warte mal, das hier wird, glaube ich, gerade aktuell noch nicht mal bedienen. Nee, brauche auch nur ein Werkzeug aktuell. Ja, wird noch kommen. Hier aus mit dem Passagieraufkommen. Vier Leute mittlerweile. Nicht die Welt. Fahren alle, warum auch immer noch lieber mit dem Interbus. Aber es ist ja auch eine Sache, das muss ich jetzt eingrooven. Hier haben wir jetzt jede Menge Stahl, aber noch kein Holz. Wir müssen irgendwie Holz hier runter schaffen. Wir können hergeben, können die Maschinen hierhin liefern lassen
und hier auch die Zugverbindung hinfahren lassen. Dann können wir die Bretter auf dem Rückweg von den LKWs wieder hier hochfahren lassen. Dann würde ich hier die Zugverbindung erweitern. Ja, nach hier oben. Hier einen Hafen hinpacken. Hier den Zug beladen lassen. Das Holz hier runterfahren lassen, die Bretter. Und hier oben gucken wir, dass wir die Bretter transportieren und bauen lassen. Boah, es wird aber Mammutinvestition letztendlich. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie sich hier das Ganze entwickelt mit den Fahrgästen. Gerade mal 7. Fährt aber trotzdem anscheinend Gewinn ein, weil wir viel mehr fahren wollen. Ja, ist okay. Also da ist auf jeden Fall die Kapazität voll dann. Hier ist es gut, hier haben wir den Flughafen. Ich denke, wir werden uns noch ein Flugzeug gönnen. Immer noch diese Maschine. Ah, Moment, da sind gerade neue Flugzeuge gekommen. Mal kurz gucken. Interflug. Himmel. Wollen doch nur. Das ist irgendwann mal ganz schön viel für Interflug. Kaufen gleichzeitig noch eine davon. Das Upgraden war teurer als Neukaufen. Wenn ich das richtig gesehen habe, was ist da los? Das geht. Voll mit 15 Leuten, das passt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie mein Glück herausfordern und zu viele Maschinen reinsetzen, weil im Moment, ich habe die Orientierung verloren, da unten müssen wir. Auch 140. Eigentlich können wir noch eine zweite Maschine holen. Soll die auch die Interflug noch bestücken, gut ist. Ich denke, würden wir hier noch einen Bahnhof hinpacken, wären wir viel besser unterwegs. Ich glaube, das machen wir jetzt auch fix. Bauen mal einen Kopfbahnhof. Und zwar direkt hier hin. Gütergebäude. Das wir überhaupt nicht anbauen können. Was ja selten blöd ist. Ja, wieso kann ich denn hier keinen Güterkram bauen? Vielleicht guckt mir. Ja? Vielleicht muss ich doch noch Gleise bauen. Ich bin gerade irritiert. Ja. Ach, und ich habe auch noch gar kein
Güterbahnsteig eine Plattform ist. Passt da wunderbar dazu. Hier müssen wir natürlich auch drauf achten, dass wir Ausfahrt und die Ausfahrt ermöglichen. Ich muss mir aber gerade nochmal eine Frage stellen. Klappt das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber wir machen hier quasi einen Totgleis. Nur für den Fall, dass man rangieren möchte. Mal gucken, ob das klappt. So, jetzt werden wir hier den Interzug verändern. Und diese müssen hier unten sein. Genau, dann setzen wir Station hier an. Das geht nicht. Okay, dann können wir den Spaß hier tatsächlich schon wieder rauslöschen. Müssen wir hier irgendwie noch eine Verbindung hinbekommen. Kriegen wir hier eine zünftige Verbindung. Gucken mal kurz, was wir hier für einen Kurvenradius hinbekommen können.
Moment, das müssen wir anders regeln. Ich muss hier auf die äußere gehen. Das ist kompliziert. Okay, verrückt. Kranker Scheiß. Krümmung zu groß, Steigung zu groß, Himmel. Jetzt die Signale setzen. Den sollten wir nochmal wegnehmen. Dafür hier hinsetzen. Warten. So Leute, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt geklappt hat, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Ach, prima. Hier brauchen wir aber noch Signale. Haben wir nämlich ein großes Problem. Aber ich hoffe, dass das so klappt. Natürlich super heftig für die Höchstgeschwindigkeit. Aber krass. Gut, dann haben wir das tatsächlich auch gelöst. Eine Schlaufe. Kann man mal machen, denke ich. Das soll es für die Folge aber auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.